Ich glaube, wir wurden so um 6 geweckt. Da ging dann alles im Galopp, im Tempo. Nicht Betten machen, waschen, auf Toilette gehen, das war hinten unsere Baracke. Da wurde nachher das Essen ausgeteilt. Wir bekamen da halben Liter Suppe und die Tagesration Brot. Bisschen Fett, Marmelade, also Schwarzbrot und Weißbrot, das war dann auch so gemischt. Und dann war Zählappell, nicht, das ging alles sozusagen im Galopp. Dann ging es raus zur Arbeit, da mussten wir antreten. Ich bin dann größtenteils so mit zu dem Kuhl-Kommando gekommen, da waren so circa 500 Gefangene. Und da wurde wieder gezählt. Gezählt wurden wir am Tag x Mal. Wenn wir da waren, nachher auf dem Moor, auf dem Gelände, wo wir arbeiteten, da wurden wir gezählt und ringsherum war dann die Postenkette, da und dort saß einer, damit die einen Überblick hatten. Nach dem Tag abends sind wir wieder eingerückt, ich glaube so 17 Uhr. Dann ging's, da wurden wir auch wieder gezählt, ob alle wieder zurückkamen, ging es dann auf die Baracke. Das ging dann alles, das ist bis dann immer gerannt. Da hast du das Abendbrot bekommen. Das waren so Eintopfgerichte, Peluschen, das waren solche großen Bohnen, die manchmal ja gar nicht vertragen hat. Und dann auch Gemüse, also was denn so da ist. Und das Schlimme war, wenn sie wieder während der Zeit, wo das Essen ausgeteilt wurde, Appell hatten, Zählappell, musstest du raus, dann ist das Essen kalt geworden und das Essen hat schon so nicht geschmeckt und nur eine kalte Essen, ja, das musstest du essen, damit man etwas wieder zu sich nimmt.